Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge VdK gibt dir Recht. Ich bin Ronny Hübsch, Jurist beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg und heute geht es um das Thema Arbeitslosengeld II und die Berechnung der Wohnkosten. In unseren Beratungsstellen kommen häufig Mitglieder, die Hilfe benötigen für die Gewährung von Arbeitslosengeld II oder Hartz IV sowie die Wohnkosten, die im Arbeitslosengeld II-Bescheid enthalten sind. Im Bereich der Wohnkosten sind die Fälle relativ komplex. In unserem Beispielsfall, was mir gerade einfällt, geht es um eine Familie, die in den Arbeitslosengeld II-Bezug gefallen ist und in einer Wohnung gelebt hat, die deutlich über dem angemessenen örtlichen Bedarf lag. Fangen wir vielleicht zunächst einmal mit den allgemeinen Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld II an. Um Arbeitslosengeld II zu beziehen, müssen Sie in Deutschland wohnen, mindestens 3 Stunden täglich arbeitsfähig sein und hilfebedürftig sein. Hilfebedürftig bedeutet, dass das Einkommen und Vermögen der Bedarfsgemeinschaft nicht zur Existenzsicherung genügt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann. Zur Bedarfsgemeinschaft zählen übrigens auch Ehegatten und Lebenspartner sowie Kinder, auch wenn diese bereits volljährig sind. Erwerbsfähig bedeutet, dass es keinen Hindernisgrund gibt, eine Arbeit aufzunehmen, wie zum Beispiel eine dauerhafte Erkrankung oder Behinderung. Wesentlicher Bestandteil der Beratung ist immer die Berechnung der Wohnkosten. Die Wohnkosten werden auf den angemessenen Bedarf berechnet. Dies bedeutet, es gibt einen gewissen Satz, der nach der Anzahl der Personen und nach der Ausstattung der Wohnung berechnet wird. Angemessen ist der Wohnbedarf dann, wenn er entsprechend in einfacher Ausstattung und einfacher Lage anhand eines örtlichen Mietspiegels berechnet werden kann. In unserem konkreten Beispiel war es so, dass die Familie in einer Wohnung gelebt hat, die zum einen nach der Größe und zum anderen nach der Miethöhe und Ausstattung nicht dem Bedarf entsprechend war und daher nach der normalen gesetzlichen Grundregel nicht voll bezahlt werden konnte. Im vorliegenden Fall konnte aber durch eine umfangreiche Liste der Bewerbungen auf andere Wohnungen nachgewiesen werden, dass im örtlichen Wohnmarkt keine andere angemessene Wohnung zur Verfügung stand. Aufgrund dieses besonderen Umstandes konnte erreicht werden, dass die Familie in der bisherigen Wohnung weiterhin wohnen bleiben durfte. Sollten Sie in Ihrer individuellen Situation Hilfe oder Beratung benötigen, bitte melden Sie sich telefonisch bei Ihrer örtlichen VdK-Beratungsstelle und vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Sozialrechtsberater. Sollte es um das Thema Wohnkosten bei Arbeitslosengeld II-Bezug gehen, bringen Sie bitte zu diesem Termin Ihren Arbeitslosengeld II-Bescheid, den Mietvertrag sowie die Liste der Bewerbungen für andere Wohnungen mit. Das war's für heute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.